Hallo und herzlich willkommen zu Above Snakes. Ja, sind jetzt bei Tag 58. Hab jetzt ein, zwei Tage ohne euch hier mal weitergemacht. Und habe hier oben in der Ecke noch, ich glaube, drei Felder jetzt platziert. Bin gerade nicht sicher. Ich glaube, wir können sogar noch eins. Ne, können wir gerade nicht. Und habe jetzt meine Ausrüstung mal wieder abgelegt, damit wir Richtung Wüste können. Unser Wolf folgt uns, der uns übrigens auch Rohstoffe bringen kann und der zwischendurch auch Sachen findet. Ich weiß nicht, ob der Wolf noch wächst im Laufe der Zeit oder so. Ist ja auch mein erster Wolf. Was hast du denn wieder? Da hat er wieder was gefunden, seht ihr? Der findet halt jetzt ständig Sachen. Ein Hufeisen. Ich hätte natürlich jetzt auch noch mehr Krempel zum Verkaufen mitnehmen können. Ah, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ist aber auch nicht so wichtig, weil wichtig ist wieder mal zu gucken, ob Baumwolle da ist. Dann haben wir jetzt so viel Wüste platziert. Ich habe uns einen Eisenring hergestellt. Der unsere kritische Trefferwertung, ich glaube, um 2 erhöht. Können wir gleich nochmal eben nachgucken. Ne, die wollte ich gar nicht. Das will ich auch nicht. Das wollte ich. Ein fauliger Zahn. Davon machen wir auf 5. Frag mich jetzt nicht wofür, aber für irgendwas brauchten wir 5 faulige Zähne. Aha. Ein schneller Zombie. Nein, geh weg. Geh weg. Man kann später wohl auch noch im Spiel. Gibt es auch noch Gewehre? Hab da. Oh, Stoff, sehr gut. Sehr wertvoll. Im Moment zumindest. Und danach, wenn wir dann den Stoff mal zusammen haben, beziehungsweise unsere Baumwolle, müssten wir dann gucken, vielleicht auch noch heute, in der jetzigen Folge, dass wir noch einen zweiten Eisbärenpelz bekommen. Dann können wir uns dann nämlich auch den Eismeersminze. Den Eisbärenkopfhelm herstellen. Das ist zwar vermutlich alles nur fürs kalte Gebiet. Aber. Okay, jetzt gehen wir mal in hier rein. Und verkaufen dem hier. Den Schisselaming. Ressourcen nicht. Das hier. Oh, 14 Münzen. Gold, was auch immer. Die brauchen wir. Der kostet 60. Das ist so teuer, ne? Puh. Können wir uns gar nicht leisten, beides. Der hinten ist echt teuer. Halsabschneider. Wir sollten ihn einfach überfallen. Hast du was gefunden? Wo denn? Ah, da. Toller Wolfi. So wie es aussieht, will der auch gar nicht gefüttert werden oder so. Ich meine, er kommt immer noch nicht ins Haus.
Vielleicht soll der nicht ins Haus, ich weiß es nicht. Woher soll ich das auch wissen? Das ist mein erster Wolf. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Stoff wir brauchen. Habe ich jetzt nicht mehr nachgezählt. Hier die Möhren nehme ich jetzt mal mit. Irgendwann für die Pferde. Falls wir die dann doch mal benutzen wollen. Dum, 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 dum. Oh, ich habe ja schon gemerkt, das Spiel ist hier für die meisten zu entspannt, glaube ich. Aber ich werde es jetzt auch nicht beenden, weil im Moment macht es mir schon Spaß. Allerdings habe ich ja zum Beispiel jetzt Diablo 4, habe ich mich ja entschieden, nicht mehr zu Let's Playen, weil ich denke, es ist als Let's Play ungeeignet. Zumindest mein Empfinden. Können wir irgendwas essen? Was hast du gefunden, Jazzy? Federn. Federn können wir auch bauen. Wir müssen nämlich bald mal neue Pfeile herstellen. Ja, und außerdem möchte ich auch wissen, was hier mit der Stadt passiert ist und so, ne? Aber wir müssen da mal abwarten. Was jetzt auch mit Age of War in Conan kommt und wie viel Zeit ich dann wo rein investiere. Nur es geht mir auch nicht rein hier um Aufrufzahlen oder ähnliches. Weil dann würde ich nur Conan Exiles machen. Und nichts anderes, weil das ist nun mal das, was der Großteil sich hier auf meinem Channel anguckt. Völlig okay, aber natürlich habe ich auch die Hoffnung, dass auch noch andere Spiele den einen oder anderen Zuschauer ansprechen. Weil was ist, wenn Conan Exiles mal irgendwann nicht mehr läuft und das keiner mehr sehen will? Ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen im Moment, aber irgendwann werden einem Spiele ja auch langweilig, ne? Ich meine, da wird jetzt hier Above Snakes nichts dran ändern. Das ist mir auch klar. Das wird jetzt nicht hunderte von Zuschauern anlocken. Aber vielleicht ja der einen oder anderen, der sich dann entscheidet zu bleiben und auch irgendwo anders reinzugucken. Es ist ja wie bei Horizon Zero Dawn, das ist ein relativ altes Spiel ja schon, was schon tausende Male Let's Played wurde und die meisten wahrscheinlich auch selber gespielt haben. Aber ich mag das Spiel. Und deswegen spiele ich es halt. Weil ich es mag. Es geht mir auch darum, Spiele zu spielen, die ich mag. Also ich würde jetzt kein Spiel großartig spielen, Let's Playen, was ich nicht mag. Also nein. Auf keinen Fall. So, jetzt brauchen wir... Ach, das haben wir noch nicht erforscht. Genau, deswegen brauchen wir Stoff. Das hier, ne? Zum Beispiel. Okay, dann lass uns erstmal den... Stoff herstellen. 6 sind auch nicht schlecht. Da können wir schon mal wieder 1 freischalten.
Ah, hier bei Above Snakes. Wenn mich irgendwas stört, dann finde ich, dass die Tage so extrem kurz sind. Man kann kaum was erledigen. Ach ja, die Kisten habe ich umgestellt. Um hier mal so ein bisschen zu sortieren. Sei wieder frisch im Hals. Da muss ich hin. So. Jetzt müsste eigentlich das hier. Was fehlt uns noch? Das. Da brauchen wir Steine. Hier brauchen wir drei Stoff. Können wir uns alles leisten? Cool. Und noch ein paar Steine. Die sind in der Kiste. Hier habe ich so den absoluten Basic Stuff erstmal reingetan. So, das hier. Und das. Cool. Dann tun wir die Steine erstmal wieder weg. Der Stoff. Nein, hast du die falsche Kiste wieder geöffnet? Hier in die mittlere Kiste. Da ist schon so Zeug drin, was ein bisschen weitergeht. So, jetzt können wir doch hier. Würde sagen, das. Dann machen wir noch mal der hier, ne? So. Mehr können wir jetzt nicht. Hier habe ich noch so Ausrüstung und so drin. Jetzt können wir das hier. Ne, die will ich nicht verkaufen. Oder? Nee. Die Zähne behalten wir. Die Bücher können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Hier unsere alte Ausrüstung können wir da bestimmt auch verkaufen. Das ist ein Eispickel, um Löcher ins Eis zu schlagen. Was ist das? Fischöl. Das behalten wir mal. Fischgräte. Kein Schimmer. Okay, ich würde aber sagen, die Sachen können wir schon mal verkaufen. Die Bücher können wir verkaufen. Das hier weiß ich auch nicht, ob wir die brauchen. Vielleicht zahlt jemand einen vernünftigen Preis. Okay. Dann würde ich sagen, rennen wir jetzt mal zum Händler. Stoff brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Eisen, wenn überhaupt, ne? So, ich will nochmal auf die Map gucken. Oh, was hast du gefunden? Wolfi hat was gefunden. Braver kleiner Kerl. Oh, Metallschrott. Er ist der Beste, der Wolf. Das ist der beste Wolf, den ich jemals hatte. Ach ne, jetzt wird es schon dunkel. Schaffen wir es noch? Bevor der uns wieder rausschmeißt. Hm. Ja, nicht so viel quatschen. Ja, verschiedene. Mit D. Verkaufen. 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 So, tschüss. Schmeißt er uns wieder raus, das finde ich so unhöflich.
So, dann gehen wir jetzt nach Hause. Schlafen. Und dann geht's Richtung Schnee und dann gucken wir mal, dass wir noch einen Eisbären gelegt kriegen. Können wir noch mal gucken. Ich glaube, ein Stack Pfeile können wir uns noch herstellen. Dann haben wir nur noch 47. Irgendwie hatten wir doch letztens noch 150. Wo sind die alle geblieben? Dass der Wolf nicht hier hochkommt, finde ich ein bisschen doof. Und ich frage mich, ob man für den vielleicht noch später eine Hütte bauen kann. Tun wir den Eisenschrott erstmal da rein. So, wir brauchen die Federn, wir brauchen das. Und die Stöcke, glaube ich, aber die haben wir ja. So, ja. Dann machen wir uns erstmal Pfeile. 4x15. Sehr schön. So. Kommt die wieder weg. Und wir gehen schlafen. Gutes Nächtle. Und das übliche einmal trinken. Och je. Wer wieder nur noch dreimal essen. Habe ich erst, bevor ich die Folge gestartet habe, habe ich es gesammelt. Ach, das wollte ich auch verkaufen. Habe ich vergessen. Gut, dann tun wir es erstmal wieder weg. Das und das weg. So, dann ziehen wir uns schon mal an. Wo ich das wieder vergesse, lasst ihr hier der Ring. 2% Crit. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ausrüsten. Und zwar. Muss ich nur mal gucken, wo wir den herstellen. Ich glaube hier. Oder war es am... wo haben wir den jetzt? Da ist der. Da fehlt uns, wie gesagt, noch ein Polarbärfell. Aber wir konnten noch eine Halskette herstellen. Habe ich eben gesehen. Oder mache ich die hier? Knochenaxt. Da. 5 faulige Zähne. Kritische Trefferrate 2%. Aber faulige Zähne haben wir 4. Da fehlt uns noch einer. Wir können hier nochmal eben gucken, aber. Nee. Aber nicht. Gut, vielleicht finden wir gleich einen. Jetzt müssten wir eigentlich schon wieder Beeren sammeln. Das mache ich dann. Zum Start vor der nächsten Folge sammle ich dann wieder Beeren. Ach, ein Kieferwäldchen hatte ich auch noch ein zweites platziert. Glaube ich. Oder wollte ich? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall wird unsere Map immer größer. Voll cool. Na, Zombies. Nervt nicht. Ich muss Eisbären jagen. Da ist ein Pinguin. Mal gucken. Was haben wir hier? Ein Buch. Mal aufpassen. Ich glaube, das ist das neue Gebiet. Oh, eine Taschenuhr. Was ist da das neue Gebiet? Noch ein Metallschrott. Nice. Glas. Achso, das soll eine Flasche sein. Jetzt erkenne ich das. Deswegen Glas, das sind Flaschen.
Tut mir leid um den armen Pinguin. Hier ist aber kein Polarbär mehr. Muss ich jetzt echt noch so ein Eisgebiet machen? Oh, ah, oh. Kommt nochmal. Jetzt sag mir nicht, ich treffe den nicht. Angst. Ja. So, es gibt mir hier ein Fell. Tierfett. Fleisch. Das war also ein nackter Polarbär, oder was? Veralberst du mich? Das war ein Nacktbär. Super. Oh Mann. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, oder? Sehe das nur ich so. Also wie kann ich denn von den Bären keinen Pelz bekommen? Weil es das Einzige ist, was ich von dem brauche. Polarbär-Territorium. Wo ist er? Ja, hier ist nur keiner. Im Polarbär-Territorium. Aber Metallschrott kriegen wir. Ja, das ist ja jetzt super, ne? Aber ohne Flachs. Ich kann jetzt auch nicht eben schnell ein neues Gebiet machen. Weil mir da jetzt Erfahrung fehlt. Das ist jetzt schon ein klein wenig enttäuschend. Okay, was können wir denn machen? Hier ein paar Ja, jetzt wird es dann auch wieder dunkel. Oh Mann. Was hast du gefunden, Wolfi? Ein Steinchen, hast du fein gemacht. Fein! Bei wem konnten wir denn jetzt nochmal schlafen? Ich glaube, bei ihm hier konnten wir schlafen. Da ist noch Eisen, dann nehmen wir so lange mal mit. So, dann können wir nämlich... Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Müssen wir noch so ein Ding hier hinklatschen. Ist das jetzt das oder das? Da haben wir gerade einen Polarbär gefunden, ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt einer ist. Nein, das sind Pinguine oder so. Schisselamin. Ah. Weil wir brauchen dieses Eisgebiet hinterher gar nicht mehr. Schätze ich. Das ist jetzt einfach nur, damit wir den Helm machen können. Oder die Kopfbedeckung. Helm ist es ja nicht. Gut, aber ich würde sagen, gucke ich mal, ich glaube hier war die Hütte, wo wir schlafen können. Ja, hier können wir schlafen. So. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal los und mach noch ein Level oder zwei und dann sehen wir uns wieder.
Ja, wenn ich entweder einen neuen Polarbär habe oder wenn wir den Hut herstellen oder so. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.